Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist leider ein reines Kontrastprogramm zur deutschen Regierungspolitik. So haben die Vereinten Nationen erst kürzlich die Bundesregierung dafür gerügt, dass es immer noch ungleichwertige Lebensbedingungen in Ost und West gibt. Dafür, dass 1,2 Millionen Menschen wohnungslos sind und dass es nicht genug bezahlbaren Wohnraum gibt. Aber auch dafür, dass in diesem reichen Land fast 20% der Kinder in Armut leben müssen. Und übrigens auch dafür, dass Deutschland mit seinen billigen Agrarexporten in die Länder des Südens die lokalen Märkte und damit auch die Existenz der Bauern zerstört. Es ist ein Wohlfall an diesem Mikro, Menschenrechtsverletzungen in ärmeren Ländern anzuprangern, wie zum Beispiel in Kuba. Aber die kostenlose medizinische Versorgung in armen, kleinen Kuba lebt Deutschland noch einiges vor in Sachen Menschenrechte. Meine Damen und Herren, in Artikel 23 steht, jeder ohne Unterschied hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit, auf gerechte Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der Würde entsprechende Existenz sichert. Das ist der krasse Gegenentwurf zu Hartz IV, aber auch dazu, dass auf unsere Rentnerinnen und Rentner eine Welle der Altersarmut zukommt. Und es ist auch eine reine Menschenrechtsverletzung, das, was Sie als Leiharbeit beschönigen. Sie hat in Deutschland in den vergangenen Jahren um 40% zugenommen. Leiharbeit verleiht nichts, Leiharbeit raubt. Mehr als 1 Million Menschen in Deutschland sind Leiharbeiterinnen. Davon profitiert unter anderem die Firma Radstadt mit einem Umsatz 2017 von alleine 23,3 Milliarden mit einem Geschäftsmodell namens Sklavenarbeit. Meine Damen und Herren, in einer Welt, in der alle 5 Sekunden ein Kind stirbt, klingt der Artikel 28 so unerfüllt wie revolutionär. Darin heißt es, jeder Mensch hat den Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher die in den vorliegenden Erklärungen angeführten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Stattdessen hungern 840 Millionen Menschen auf der Welt, obwohl man die Menschheit zweimal ernähren könnte. Warum? Weil vor den Menschenrechten der Konzernprofit regiert. Wann endlich findet in diesem Hohen Hause sich eine Mehrheit, diesen Räubern in den Chefetagen mit dem scharfen Schwert der Gesetze endlich entgegenzutreten? Zum Beispiel den Konzern Bayer Monsanto mit einem jährlichen Gewinn von 3 Milliarden. Mit Glyphosat, mit den krebserregenden Chemikalien CBT, mit gentechnisch veränderter Baumwolle und Mais und mit Missernten und Selbstmorden bei indischen Bauern. Würden wir diesen Völkermördern in Nadelstreifen endlich entschlossen entgegentreten, dann müssten auch nicht 70 Millionen Menschen sich auf die Flucht begeben. Diese Konzerne machen satte Gewinne an der Börse mit Krieg, Hunger und Flucht. Und wenn dann Menschen davor fliehen müssen, machen rechte Parteien Gewinne dann auch noch auf den Rücken der Geflüchteten. Darum sind deren Profite übrigens der AfD so heilig, denn sie haben ein gemeinsames Geschäftsmodell und das heißt Elend. Deshalb können übrigens Rechtsparteien auch niemals Menschenrechtsparteien werden. Ja, meine Damen und Herren, man muss die Feinde der Menschenrechte auch beim Namen nennen. Goldman Sachs, BlackRock, Daimler, Heckler und Koch, die Deutsche Bank und noch so manch einer, ein Konzern, der schon früher wie ThyssenKrupp zum Beispiel auf der Spendenliste von Faschisten und Rechtsparteien gestanden haben. Im Übrigen betrifft das nicht nur die AfD. Weisen Sie Parteispenden von Menschenrechtsverletzern zurück. Oder machen Sie endlich eine Politik, dass Sie ihnen gar nichts mehr spenden wollen. Nehmen Sie sich an den Linken ein Beispiel. Rheinmetall zum Beispiel hat einen Jahresumsatz von 6 Milliarden mit nichts anderem als den Export von Mordwerkzeug in alle Welt. An Saudi-Arabien zum Beispiel, Deutschlands zweitbesten Kunden. Die Bundesregierung sonnt sich ja gerade darin mit einem Rüstungsexportstopp an Saudi-Arabien. Gilt das übrigens auch für deren Tochterunternehmen? Frau Kollegin, erlauben Sie? Nein.
Oder fahren Sie es eben nur für 2-3 Monate runter, die Rüstungsexporte, bis Gras über Khashoggis Leiche gewachsen ist. Die Linke sagt grundsätzlich nein. Menschenrechte und Rüstungsexporte vertragen sich nicht. Meine Damen und Herren, die Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte stellt zudem fest, es ist notwendig, Menschenrechte zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen. Nun werden Sie sagen, Emmanuel Macron ist doch kein Tyrann. Und die Gelbwesten haben auch darum deshalb nicht das Widerstandsrecht als letztes Mittel. Aber wer tagtäglich mit der Angst und Panik leben muss, wie bezahle ich mein Essen, wie bezahle ich meinen Strom, meine Miete, auch das ist eine Art der Tyrannei. Jetzt hat Macron etwas nachgeben müssen. Aber was zeigen uns die Gelbwesten? Dass Menschenrechte eben nicht in einer Glasvitrine ausgestellt sein sollten, von ab und zu hier zitiert werden sollten und gelobt werden sollten, sondern dass Menschenrechte tagtäglich erkämpft werden müssen und mit Leben ausgestattet sein müssen, auch auf der Straße und auch hier in Deutschland. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Nastic. Nächste Rednerin Margarete Bause für Bündnis 90 Die Grünen.